Da ist nun einer schon, der Satan selber. Der Metzger, er und alle anderen Kälber. Der größte Hund, der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber, das fragt nicht, ob er will. Er ist bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Er weiß, dass wenn Weib sieht, schon verschoben ist. Und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben. Ja, ja. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken. Ein großer Geist blieb in der Hure stecken. Und dies mit ansahen, was sie sich auch schwuren. Als sie verreckten, wer begrub sie? Huren. Das fragt nicht, ob sie wollen. Sie sind bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit. Der glaubt an die Bibel, der ans BGB. Der wird ein Christ, der wird ein Anarchist. Am Mittag fragt man sich, ob man nicht Sellerie frisst. Nachmittags weiht man sich noch ne Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben, doch vor es Nacht wird, liegt man wieder droben. Ja, ja, ja. Da steht nun einer fast schon unterm Galgen. Der Kalk ist schon gekauft, ihn einzukalken. Sein Leben hängt an einem ruhigen Fädchen. Und was hat er im Kopf, der Bursche? Mädchen, schon unterm Galgen ist er noch bereit. Das ist die sexuelle. Er ist schon sowieso verkauft mit Haut und Haar. Bei ihr hat er den Judaslohn gesehen. Und er beginnt nun zu verstehen, dass ihm des Weibes Loch